Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir ein Kamikaze und das ist ein Shot, also ein Shooter. Und aufgrund des Ganzheitlichkeits des Kanals, weil ich auch mal das Rezept zeigen muss, möchte, deswegen lade ich heute dieses Rezept dazu hoch. Aber ich bin nicht so der Freund von diesen Shots, weil die einfach zu stark knallen und einen wegmachen, ein bisschen wegballern. Und das ist halt nicht der Sinn des Kanals, aber ich zeige es trotzdem halt wegen der Ganzheitlichkeit. Ja, ansonsten fange ich jetzt einfach an. Bleib einfach mal dran, wenn du Lust hast. Für diesen Shot nehmen wir auf jeden Fall 3 cl an Reposado Tequila. Ich nehme jetzt hier den Agavita, das ist ein ganz schöner, wie soll ich sagen, Standard Tequila. Relativ günstig, aber ist auf 100% Agave, ganz wichtig. Dann nehmen wir noch ungefähr 2 cl Grand Marnier und 1,5 cl an frisch gepresstem Limettensaft. Und das alles einmal shaken und dann abseihen. Und dann seihen wir das ganz vorsichtig und langsam ab. Und haben dann 1 bis 2 Shooter, je nachdem wie groß ihr das Glas wählt. Und ja. Das hier ist der Kamikaze Shot. Ich probiere ihn jetzt nur, weil ich mich nicht wegschießen möchte. Ich drehe ja immer 20 Videos auf einmal und von daher, wenn ich 20 davon trinke oder noch schlimmere, dann bin ich tot. Ja, der hat auf jeden Fall ordentlich Wumms. Limette kannst du dazu essen, würde ich jetzt aber nicht raten. Das ist ja immer dieses klassische Tequila und bla bla bla. Das macht ja eigentlich kein Mensch außer die Deutschen gefühlt und die Amis vielleicht noch. Ja, auf jeden Fall dieser Shooter hier, der ist sehr lecker, fruchtig durch die Limette. Und ist echt mal was Ordentliches. Auch wenn ich, wie gesagt, das nicht so gut heiße, weil der Kanal dient ja nicht zum Wegballern, sondern zum bedachtvollen Genuss. Und ja, ich würde sagen, das ist ein leckerer Shooter, trotz alledem. Und farblich, ja, gibt es halt eine 3. Geschmacklich gibt es eine 8. Und ja, hier findest du jetzt noch ein Video, was ich dir ausgewählt habe. Hier eine Playlist, hier den Abo-Button. Unbedingt einmal abonnieren drücken, da findest du auf jeden Fall richtig viele leckere Rezepte, die ich in Zukunft auch noch hochladen werde, aber auch schon über fast 300 Stück, die ich hochgeladen habe. Ja, und ich würde sagen, dann bin ich erstmal raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.